Heute möchte ich euch etwas über das Zubehör erzählen, was ich live auf der Bühne und im Proberaum zusammen mit meinem Yamaha MODX benutze. Viel Spaß dabei! Mein wichtigstes Utensil im Moment ist mein iPad-Halter. Der besteht aus zwei Kunststoffeinheiten, verbunden über zwei Stangen, entweder aus Holz, Metall oder auch Kunststoff. Und hier sieht man, kann ich das iPad einführen. Ich zeige das jetzt einmal. So, iPad-Halter wird dann hier so eingeführt und dann auf den MODX gestellt. Hervorragendes Tool, den gibt es auch ohne, dass er das iPad reingeschoben wird, sondern einfach nur zum Drauflegen. Zusätzlich kann man da auch noch Controller drauflegen, also Pad-Controller oder kleinere Tastaturen, wenn man noch so ein Mini-Keyboard hat, was man vielleicht benutzen möchte. Gibt es auch für andere Tastaturvarianten und andere Keyboards bei mir. So, das nächste wichtige Zubehör ist mein Expression-Pedal. Und zwar benutze ich dieses hier von Korg, ein FV-500L. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Warum benutze ich das hier? Wir sehen hier fünf Eingänge, Entschuldigung, wir sehen hier fünf Buchsen, und zwar hier zwei Eingänge, zwei Ausgänge und eine Expression-Buchse. In die Ein- und Ausgänge kann man ein Line-Signal schalten, beziehungsweise die Ein- und Ausgänge kann man in eine Line-Signal-Kette schalten. Das heißt, ich kann wirklich das komplette Line-Signal laut und leise machen. Dann gibt es diesen Expression-Ein-Ausgang. Da kommt ein Stereo-Klinkenkabel rein, richtiger wäre ein symmetrisches Klinkenkabel. Und damit kann ich verschiedene Controller an dem Keyboard steuern. Die Controller-Werte kann man einstellen, da gehe ich in einem anderen Video drauf ein. Dann habe ich hier an der Seite nochmal eine Buchse für Gitarristen, sehr interessant, und zwar ist das der Tuner-Out. Da kann ich einen Tuner, also ein Stimmgerät dran anschließen, und dann habe ich hier noch einen Regler. Mit dem kann ich einstellen, wie das Signal im leisesten Zustand sich verhält. Das heißt, ich kann das hier einmal auf Minimal stellen. Das heißt, das Signal ist ganz weg, also ich habe wirklich Null. Oder ich kann es auf Max stellen, ich weiß nicht ganz genau, wo das da ist. Aber dann wird das Signal nicht ganz leise, sondern es hat noch einen gewissen Level. Das muss man ausprobieren, wenn man das möchte. Was auch sehr cool ist, ist hier unten drunter ist noch eine Schraube. Hierüber kann ich den Widerstand des Pedals einstellen, also wie schwer gängig dieses Pedal ist. Insgesamt ist das Pedal sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Es wiegt einiges, es ist aus Metall. Es hat eine leichte Gummioberfläche, dass man hin und her rutscht. Hat auch Füße aus Gummi, die auf der Bühne recht gut stehen. Und ich benutze davon mehrere. Also ich habe drei oder vier Stück insgesamt davon, die ich in unterschiedlichen Setups verwende und im Proberaum stehen habe am Stativ. Das funktioniert sehr gut und mein ältestes Pedal ist, glaube ich, über 10 Jahre mittlerweile alt. Wenn es das so lange gibt, müsste ich nochmal nachgucken, aber das ist wirklich schon sehr, sehr alt und funktioniert immer noch hervorragend. Dann, was jeder Keyboarder kennt, ist ein Sustain-Pedal. Das ist jetzt hier angeschlossen, deswegen kann ich das nicht näher rausholen. Das ist ein Standardpedal von Fatah und zwar das VFP1. Das hat den Vorteil, dass man die Polarität umschalten kann. Hier unten ist ein Schalter, dann kann ich daraus einen Öffner und einen Schließer machen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Yamaha tatsächlich nur Öffner verwenden kann und nicht umstellen kann im Gerät. Man kann natürlich auch Pedale kaufen, die direkt Öffner sind, aber da komme ich dann am Ende nicht wirklich weiter mit, weil ich die nur für ein Gerät benutzen kann. Und am Korg Kronos kann man das umschalten im Main-Menü, ob ich einen Öffner oder einen Schließer verwende. Kurzweil erkennt das automatisch beim Hochfahren, deswegen sollte man da auch nicht das Sustain-Pedal drücken oder irgendwelche anderen Controller bewegen, weil der dann erkennt, wie der Status ist. Für mich ist das nochmal ganz wichtig, gerade mit dem Schließer am Korg Kronos, weil ich hier ein Drehstativ benutze und dort drei Sustain-Pedale auf einen Eingang verkabelt habe. Und die Funktion wirklich nutzen zu können, muss ich Schließersysteme haben, damit sonst würde das nicht funktionieren. Das ist für mich ganz wichtig. Ja, das sind die drei Hauptzubehörteile, die ich benutze. Dann habe ich mir noch ein Ersatznetzteil gekauft, weil der MODX leider nur ein Netzteil hat und keinen Kaltgerätestecker, also ein externes Netzteil. Das möchte ich nicht jedes Mal aus- und abbauen, weil das doch sehr, sehr frickelig ist.
Und natürlich ein Case von Thun, da habe ich mir dazu gekauft. Und durch das geringe Gewicht des MODX von 6 Kilo ist das auch immer noch sehr, sehr handlich. Ja, was benutzt ihr an Zubehör? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und welche Pedale verwendet ihr? Oder habt ihr noch ganz, ganz andere Sachen auf eurem Keyboard drauf? Oder unter dem Keyboard, unter dem Stativ?